brüchiger Fels kann viel mehr halten als Heidekraut. Aber es bricht auch unvermittelt weg. Was denkst du, erwartet dich heute? Ja, zunächst hatte ich keine Ahnung. Als ich dann sah, wer mein Vorsteiger sein wird, hatte ich seit dem Moment habe ich also schlimmste Befürchtungen. Und, heißt? Ich glaube, er hat sich auch schon wieder diesen hässlichen braunen Anzug angezogen. Also ich schätze mal, dass wir heute genau in diese Kategorien vorstoßen werden. Und ich bin schon richtig gespannt und auch ein wenig beunruhigt. Uah, der ganze Sand. Pfui. Also Peter, hier hört dann der Felskontakt auf. Es wird ein Henkel. Gott sei Dank. Ich glaube, es ist gelaufen. Hier ist jetzt wirklich nur noch Schulterriss. Ja, super. Wenn man mal so eine Wand wie hier unten geklettert hat, dann weiß man, wie schön so ein Schulterriss sein kann. Das war so noch nicht ganz das Endstadium der Verwesung vom Fels, aber ziemlich nahe dran. Es gibt da offenbar in bestimmten Kreisen im Elbsandsteingebirge gibt es offenbar eine Lust am Beschwerlichen und am Hässlichen. Das ist also ungefähr so, als wenn ein Stadtführer von Paris, anstatt die Leute in die Louvre zu führen, ihnen die schönsten Dixie-Klos der Stadt zeigt. Einsichern!